Das Internet ist voller Trends, die schnelllebig sind wie nichts zuvor. Der aktuelle Trend, auf den ich mich fokussiere, ist der Under Consumption Core. Dieser setzt die Reihe fort der vorangegangenen Bewegungen, die die Natur in Schutz nehmen wollten und ein nachhaltiges Leben Fokus haben, wie zum Beispiel Minimalismus oder die Slow Living Bewegung. Dieser Trend verbindet unter anderem Minimalismus, Frugalismus und Nachhaltigkeit in einem. Doch erstmal, wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Tifek. Schön, dich hier auf diesem Kanal wiederzusehen. Hier seht ihr vor allem Videos zu den Themen Minimalismus, Nachhaltigkeit, Kunst und das gewöhnliche Leben an sich. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst ein Follow da, um ja kein weiteres Video mehr zu verpassen. Was heißt Under Consumption eigentlich? Ist es wirklich so ein heißer neuer Trend, der alles auf den Kopf stellt? Und was ziehen wir eigentlich für uns aus dieser ganzen Geschichte? Das englische Wort Underconsumption heißt auf Deutsch Unterverbrauch. Durch den jahrelangen Überkonsum, der auf Social Media zelebriert wurde, scheint uns dieser Trend erfrischend, minimalistisch und zurückhaltend. Doch ist er es wirklich? Im Grunde sehen wir doch nur den normalen Alltag vieler Menschen, die den vorangegangenen exzessiven Lebensstil zurückschrauben. Siehe zum Beispiel die große Stanley-Kapisterie oder die tonnenschweren Temu-Halls. Doch um es runterzukürzen, wir sehen den normalen Lebensstil eines gewöhnlichen Menschen, der sich, und Achtung, hier wird es wichtig, entscheiden kann, weniger zu konsumieren, weniger zu kaufen, weniger zu verbrauchen. Denn das ist ja das Ding an diesem Trend, die kommen und gehen wie die Sonne an bewölkten Tagen. Ihr Wesen ist wechselhaft je und je. Heute dies, morgen das, übermorgen wieder ein ganz anderer Trend. So wie dieser hier. Zurück zum Part der Entscheidung zu diesem Trend. Ja, wie bei Minimalismus und Nachhaltigkeit fällt einem so ein Lebensstil wie auch Under Consumption Core leichter, wenn man die Möglichkeit Ja oder Nein dazu zu sagen. Wenn man von vornherein arm ist oder sich in einer finanziellen Notlage befindet, ist das auf einem anderen Blatt geschrieben. Es stehen einem einfach nicht die Möglichkeiten offen, wie bei anderen Einkommensklassen. Aussagen wie, oder Vorschläge wie, du weißt schon, dass du das Leitungswasser auch trinken kannst, oder hast du mal daran gedacht, mehr Gebrauchtes zu kaufen, sind nicht gut gemeint, sondern einfach nur unbedacht und an der Realität vieler Menschen vorbei. Wer nicht die Wahl hat, das kann auch zur Qual werden. Und ärmere Menschen wissen eh schon, wie man mit den vorhandenen Ressourcen haushaltet. Hier bei diesem Trend geht es darum, das zu nutzen, was man hat, und im Grunde kauft man nur das, was nötig ist. Verbrauche deine Gebrauchsgüter bis zum letzten Stück. Ob es Make-up, Kleidung, Autos, Küchenutensilien oder sogar Möbel sind. Ja, da, danke für dieses glorreiche Tipp. Das nennt man normales Leben, für jeden von uns. Um ehrlich zu sein, ein konsumorientierter Lebensstil ist auf Dauer finanziell und nachhaltig einfach nicht tragbar. Somit ist dieser Trend von der Idee her eigentlich eine gute. Gehen wir darauf ein wenig ein, wie ich diesen Trend in meinem Alltag mehr einbinden könnte, wenn er nicht schon mein Alltag wäre. Ich repariere viele Gegenstände, die kaputt gegangen sind, koche viel zu Hause, shoppe Secondhand, falls nötig, und genieße die Zeit in der nahen Umgebung, wenn wir in Stimmung sind für einen Ausflug. Wie in diesem Video seht ihr mich ein altes Bettlaken reparieren, welches schon sehr abgetragen ist. Unser Bett hat eine richtig eigenartige Größe, sodass dieses Bettlaken eines der wenigen ist, die passt. Somit wird es von mir sehr gerne repariert, denn damit verlängere ich das Leben dieses Stückes und erweitere meine Reparaturfähigkeiten. Wenn ihr ein extra Video haben wollt, mit Tipps und Tricks, wie man am besten Geld spart, dann schreibt es doch in die Kommentare.
Vor allem werde ich den Gedanken nicht los, dass Under Consumption Core Minimalismus in einem neuen Gewand ist, für die neue Generation, die hauptsächlich Plattformen wie TikTok nutzt. Vor allem steht der Fokus darauf, das zu nutzen, was man hat, und seinen Konsum auf ein geringes Level zu schrauben. Minimalismus auf der anderen Seite steht vor allem dafür, alles loszuwerden, was keinen Nutzen hat. Das ist jedenfalls das, wofür es für mich in meinem Kopf steht. Ich lehne meine aktuelle Lebenssituation eher in den Under-Consumption-Core-Trend als in den Minimalismus. Die bestehenden Gegenstände nutzen, die man hat und noch funktionieren, und kaufen, falls es an der Zeit unnötig ist, wenn es nicht vorher reparierbar ist. Bei einem Neukauf, ich mache hier die Gänsefüßchen bewusst, ist es mir wichtig, erst auf Gebrauchtes zurückzugreifen, falls vorhanden. Mir stellt sich auch die Frage, ob die Content Creator nur so tun, als ob sie so bewusst leben und tatsächlich nur eine Wasserflasche, wirklich nur eine Winterjacke oder wirklich nur drei Paar Schuhe haben, oder ob die ganze Geschichte nur Show ist, um ein paar virale Videos zu erstellen und ihre Community wachsen zu lassen. Bei manchen mag das eine der Fall sein, bei manchen mag das der andere Fall sein. Für mich scheint es eher so eine Art Cosplay des normalen Lebens zu sein für viele Content-Kreatoren, die sich durch diesen Trend ein schnelles Wachstum ihres Kanals versprechen und nicht wirklich um die Realität, die für viele in dieser Form eben existiert. Das nennt sich das normale Leben, was man nicht alles für die Cloud tut. Um ein Schlusswort zu finden. Ein gewöhnliches Leben zu führen scheint trendy zu sein. Wer hätte das gedacht, dass das mal passieren wird? Was für eine wilde Zeit, in der wir uns aktuell befinden. Für Menschen über 30, vielleicht auch etwas jünger, ist das Tag ein, Tag aus der Alltag. Für die jüngeren Leute scheint es eine ganz neue Welt zu sein. Ich bin bei diesem Thema zwiegespalten. Schön, wenn Sie über soziale Medien einen Zugang zu diesem Thema finden. Doch mir das ganz normale Leben wie eine Offenbarung verkaufen zu wollen, das regt mich schon ein bisschen auf. Wer hätte gedacht, dass die angesprochenen Themen so ein krasses Ding sein können? Das war's schon für diese Woche. Wenn ihr Gedanken zu diesem Thema habt, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Lasst ein Abo da, falls ihr mehr davon sehen wollt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.